Hallo, ich bin Dirk Verwein. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, die Sonne lacht. Man kann wieder draußen filmen und fotografieren. Das ist eigentlich an sich ja eine tolle Sache. Nur wenn man da ein bisschen mit Bokeh arbeiten will, so wie hier, die 180-Grad-Regel einhalten will, offenblendig arbeiten will, haben wir ein bisschen Probleme. Wir können die Lichtmenge relativ schwierig kontrollieren, die da auf dem Sensor fällt. Üblicherweise hat man da oder behilft man sich ja mit ND-Filtern, variabel oder fest gibt es da. Und ja, ich habe hier einen variablen, um die Lichtmenge ein bisschen einzustellen. Und ja, das hat in der Vergangenheit ganz gut geklappt. Man hat sich einen Filter als 82er Durchmesser geholt, hat dann Adapterringe sich besorgt und konnte dann auf allen Objektiven diesen Filter einsetzen. Ja, Canon hat jetzt die R ja, und die RP mit dem RF-Bajonett-Adapter rausgebracht. Und ja, da gibt es auch einen anderen Adapter, und zwar einen, da kann ich solche Einschubfilter einsetzen. Das ist natürlich im Großen und Ganzen erstmal relativ praktisch, aber das Ganze hat nicht nur Vorteile, sondern auch Nachteile. Die werde ich euch heute in diesem Video präsentieren, wofür sich der Einsatz lohnt, wofür eigentlich meiner Meinung nach gänzlich ungeeignet ist. Und ja, das Ganze mache ich in meinem Studio weiter, weil erstmal gibt es hier ein kleines Kettensägenmassaker und außerdem wollte ich den ganzen Gerumpel, den ich euch jetzt gleich zeigen will, nicht mitschleppen. Deswegen bleibt dran, nach dem kurzen Intro geht's los. Ja, sind wir zurück hier in meinem kleinen Homeoffice, Studio, Multifunktionsraum, und ich möchte euch halt wie vorab oder eingangs erwähnt heute über diesen Drop-In-Filter Mount Adapter EF EOS R mit variablen Drop-In-D-Filter A berichten und ja, die Vor- und Nachteile aus meiner Sicht so ein bisschen erläutern und wofür man überhaupt so einen ND-Filter benötigt, aber das nur ganz kurz am Rande angeschnitten. Deswegen räume ich das jetzt auch nochmal eben zur Seite und zeige euch, wie ich in der Vergangenheit überhaupt mit ND-Filtern gearbeitet habe. Ich habe zwei verschiedene Arten in der Vergangenheit eingesetzt, und zwar einmal hier so einen variablen, und da gucke ich mal, ob man das sieht. Den kann man halt durchdrehen, kann man hier einstellen, welche Lichtmenge durch den Filter geht, nun dadurch natürlich durchs Objektiv und dann letztendlich auf den Sensor. Und es gibt hier solche, ja, festen, die kann man nicht verdrehen, die haben feste Werte. Das ist jetzt ein 1000er ND-Filter. Und ihr seht, ich habe die immer relativ groß, das sind 82er. Und die Arten von Filtern habe ich in der Vergangenheit eingesetzt. Wofür benötigt man die überhaupt? Ja, es geht darum, draußen oder in bestimmten Situationen kann ich halt die Lichtmenge, die auf den Sensor fällt, nicht beeinflussen. Und ich möchte aber eventuell länger belichten, um eine Bewegungsunschärfe reinzubekommen. Insbesondere natürlich beim Film, wenn ich die 180-Grad-Regel einhalten möchte. Oder aber auch, wenn ich ein Bokeh erzeugen will, sehr offenblendig arbeiten will, eigentlich viel Licht auf den Sensor fällt durch das Objektiv, weil ich halt eine offene Blende verwende. Aber ich muss trotzdem irgendwo die Verschlusszeit entsprechend eingestellt bekommen, um halt ja einen gewissen Look zu erzeugen und das Ganze entsprechend einzustellen. Ich kaufe mir mit einem ND-Filter immer noch eine weitere Möglichkeit, ja, an meiner Kamera was einzustellen, was zu beeinflussen und da mehr Kontrolle bei der Fotografie und beim Filmen zu bekommen. Macht natürlich durchaus Sinn, und wie gesagt, ich habe hier diese beiden Filter in der Vergangenheit eingesetzt, oder diese beiden Filtertypen, variabel und fest. Und ja, 82er habe ich mir immer genommen, ganz einfach kurz erklärt, 82er, weil 82er kann ich mir auch auf einen 77er oder auf einen 67er schrauben. Es gibt da hier solche Adapterringe für, da kann man halt einen 82er Filter, ich habe hier das Sigma Art 24 mm, das hat einen 77er Filter Anschluss, dann nehme ich mir einfach den passenden Ring hier runter, setze den noch dazwischen, drehe mir den hier auf mein Objektiv. Ihr seht schon, das ist ein bisschen Fummelei. Drehe mir den hier drauf, wenn er dann mal sitzt. Und kann mir dann auch meinen 82er Filter hier aufsetzen und benutzen. Und habe dann, ja, bei 82er Filtern
auch mit der Vignette hier auch nicht unbedingt Probleme. Da kommt eigentlich am Rand noch genug Licht durch, dass da nichts passieren kann und keine Abschaltung durch die Ringe und den Filter erfolgt. Ja, das funktioniert eigentlich ganz gut. Nachteil ist natürlich, will ich ein anderes Objektiv einsetzen, muss ich das Ganze wieder abschrauben. Ich muss wieder den Adapterring abnehmen und dann den passenden Adapterring wieder aussuchen oder eventuell dann wieder ja neuen Filter zusätzlich kaufen, damit ich das halt mir spare. Ja, das klappt natürlich dann für solche Objektive. Aber wenn man spätestens mit solchen Sachen hier arbeitet, das ist ein Tamron 15 bis 30 mm. Das hat eine eingebaute Gegenlicht- oder Streulichtblende, besser gesagt. Und ja, man hat hier keine Möglichkeit, irgendwelche Filterringe, Filter anzubringen und muss sich da mit anderen Sachen behelfen. Da gibt's dann halt entsprechende Adapter. Die muss man dann sich hier drauf montieren. Mal eben gucken, ob das hier schnell zu machen ist. So. Da baut man sich dann halt hier sowas vor. Ja, wo ist die Markierung? Man gibt hier eine entsprechende Markierung. Setzt das hier drauf. Und hat dann die Möglichkeit, und das ist dann auch nicht gerade handlich, 150er Filterplatten dann einzusetzen und kann dann hier halt auch entsprechend ND-Filter einsetzen und dann halt entsprechend gestalterisch tätig werden. Ihr seht schon, das ist jetzt ja wirklich an unhandlich kaum zu überzeugen. Wenn man die Filterplatten mitnimmt, sieht das Ganze so aus. Das ist natürlich dann auch schon ein Paket, was man da mitschleppt und ob das dann wirklich in der Praxis so ja, vorteilhaft ist, beziehungsweise ob man das dann wirklich einsetzt, wenn man es benötigt oder darauf verzichtet, ist dann immer die Frage. Von daher beim Film meiner Meinung nach gar nicht zu gebrauchen. Aber dafür ist das ganze System auch nicht gemacht. Das ist halt, wenn man fotografiert und mit festen ND-Filtern arbeiten möchte. Canon hat ja die EOS R und RP rausgebracht mit RF-Mount-Adapter und beziehungsweise mit RF-Bajonett und hat dafür einen Mount-Adapter rausgebracht, wo ich EF-Objektive dann weiter verwenden kann. Man sieht dann schon hier, wenn man das hier, ich zeige euch das hier oben auch nochmal, an der Kamera das montiert hat, man hat natürlich dann hier durch den Adapter wieder Platz zwischen Kamera, Body und Objektiv. Und das hat sich dann wohl irgendein schlauer Ingenieur bei Canon gedacht, da können wir doch auch was draus machen. Und dann hat man halt diesen, unter anderem diesen Adapter rausgebracht und da sitzt ein variabler ND-Filter drin. Und wenn man den sich jetzt auf die Kamera montiert, ich mache das mal eben hier an der RP. So, hat man natürlich zwischen seiner Kamera und dem Objektiv den Filter immer direkt zur Verfügung. Das ist ein Filter, der ist 2 bis 500, also bis zur neunfachen Belichtungszeitverlängerung kann ich damit erreichen, beziehungsweise abdunkeln. Und dann bin ich halt nicht mehr darauf angewiesen, was ich für eine Optik verwende, was für ein Objektiv. Ich habe den Filter immer ganz kurz vom Sensor und kann das dann halt sehr gut nutzen und das Ganze ist hier variabel. Wie gesagt, ich kann das hier rausziehen und dadurch natürlich dann gerade beim Film, wenn man das Histogramm dann kontrolliert bei der Aufnahme, kann man hier wirklich sehr schön arbeiten und die Belichtung relativ schnell anpassen auf verschiedenste Lichtsituationen. Es gibt übrigens auch einen Polfilter, den man da einsetzen kann. Wenn man jetzt mit Filterplatten mit dem Tamron zum Beispiel arbeitet, hat man ja oft das Problem, dass man die Polarisation nicht vernünftig einstellen kann, weil man dann das ganze Konstrukt, was man hier vormontiert, ja verdreht. Und dann gerade, wenn man so Grauverlaufsfilter einsetzt, da kann ich euch mal einen zeigen, da habe ich glaube ich auch noch welche hier. Eben schauen. Wenn man solche Verlaufsfilter, ich weiß nicht, das sieht man, solche Verlaufsfilter setzt, ist es natürlich unpraktisch, wenn man den schief davor setzt. Und da ist es natürlich ganz praktisch, wenn man den Polfilter hier einschiebt. Der kostet natürlich auch noch ein paar Euro.
müsst ihr gucken, den verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Dafür macht es meiner Meinung nach auch Sinn. In Kombination mit so einem, das gibt es auch von Sigma, glaube ich, mit Filterplatten, die man da nötig hat. Und da kann man den Polfilter halt hier zwischen einsetzen und kann dann die Polarisation entsprechend einstellen, ohne sich dann bei so einem Farbverlaufs- oder Verlaufsfilter halt den Horizont eventuell zu verdrehen. Ja, kommen wir zu den Nachteilen. Ja, Nachteil, es ist ein variabler NTE-Filter. Viele von euch arbeiten ja auch mit festen NTE-Filtern jetzt schon und man ist es da irgendwo gewohnt, in Apps umzurechnen. Man berechnet seine Belichtungszeit, seine Werte ohne Filter und möchte ja dadurch dann irgendwie Wasser glatt ziehen, Wolkenunschärfe haben und so weiter und so fort und berechnet ja halt anhand der ND-Filter seine neue Belichtungszeit aus. Und die geht ja dann ja oft auch in sehr hohen Sphären und langen Belichtungszeiten. Und das hier genau einzustellen mit einem variablen ND-Filter ist meiner Meinung nach sehr unpraktisch und auch, glaube ich, nicht der Einsatzzweck von diesem Adapter. Da bin ich der Meinung, da fährt man dann doch tatsächlich wieder mit festen ND-Filtern deutlich besser, anstatt sich mit diesem ND-Filter, diesen Variablen rumzuschlagen. Bevor wir gleich zum Preis kommen, noch eine andere Sache. Das ist natürlich hier auch, da steht ND-Filter A. So ganz habe ich die Hoffnung nicht aufgegeben, dass da eventuell noch andere Filter rauskommen. Es gibt dafür auch einen Klarsichtfilter, weil wenn ich gar keine Verdunklung haben möchte mit diesem Filter, muss ich diesen Adapter rausnehmen und einen Klarsichtfilter einbauen. Allein der Klarsicht oder diese Klarsichtscheibe kostet 99 Euro von Canon. Ja, und dann kommen wir auch schon zum Preis von diesem Adapter. Der ist jetzt auch nicht so wirklich unerheblich. Das Ganze kostet 400 Euro Listenpreis. Ich habe es auch schon mal für 380 gesehen. Das variiert ein bisschen immer. Da müsst ihr einfach mal gucken. Ich verlinke euch das Ganze in die Beschreibung von diesem Video. Und wenn man es im Verhältnis sieht zu einem Polar Pro ND-Filter Variabel, die kosten auch um die 200 Euro, 300 Euro teilweise sogar. Und man rechnet den Adapter dabei, dann ist man wieder irgendwo in Preisen, wo es dann fast vergleichbar ist. Man hat natürlich dadurch ein bisschen den Vorteil, dass es einfacher zu handeln ist. Aber 400 Euro ist natürlich auch tatsächlich ein stolzer Preis. Qualitativ, muss ich sagen, ist das ohne irgendwelche Einschränkungen, die Farben, die passen. Und man kann es auch nicht überdrehen. Bei manchen ND-Filtern hat man ja das Problem, gerade wenn man günstige hat, auch bauartbedingt, das sind ja zwei gegeneinander arbeitende Polfilter, kriegt man irgendwann mal so Abschattung, so ein X im Bild. Das passiert mit diesem Filter gar nicht. Und beim Filmen habe ich habe da schon Hochzeit mitgefilmt und andere Sachen mitgemacht. Man hat da also tatsächlich keine Farbveränderungen durch. Das Bild wird einfach dunkler und fertig zu verdrehen. Ja, das zu diesem Filter würde ich mir den nochmal kaufen. Wie gesagt, wenn man viel filmt, macht es durchaus Sinn. Ansonsten sollte man sich das gut überlegen. Ich habe ja noch ein bisschen die Hoffnung, dass hier der Spruch mit Drop-In-Filter, mit Drop-In-Variablen ND-Filter A eventuell noch ein bisschen drauf schließen lässt, dass es da vielleicht dann auch in Zukunft noch ein paar andere Filter zu gibt. Canon hat dieses ganze System und Konstrukt auch schon früher eingesetzt bei Teleobjektiven. Da war auch genug Platz drin, da gibt es auch Filtereinschübe. Die sind leider nicht kompatibel, von daher kann man die nicht einsetzen. Aber ich habe die Hoffnung, dass da vielleicht das ein oder andere noch kommt. Gerade für die Übergangszeit ist es natürlich ganz praktisch und ja, dadurch macht das Ganze mit der Verwendung von EF-Objektiven an der R oder RP vielleicht auch ein bisschen Sinn wieder. Das soll es für heute zu diesem Filteradapter, mal eben nochmal Drop-In-Filter-Mount-Adapter EF-EAS-R, ist übrigens auch für die RP, gewesen sein. Und ich hoffe, das Ganze hat euch ein bisschen gefallen und geholfen. Wenn dem so ist, lasst mir doch einen Daumen da, würde ich mich darüber freuen. Wenn noch nicht geschehen, ihr kennt das. Abonniert den Kanal. Einmal pro Woche versuche ich hier ein Video rund ums Thema Film und Fotografieren zu platzieren. Ich würde mich freuen, wenn ich euch zu einem der nächsten wieder begrüßen dürfte. Wenn ihr noch Fragen zu dem Ganzen habt, einfach alles in die Kommentare. Ich versuche das weiterhin wie gehabt zu beantworten.
und da mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Und ja, bin auch auf euer Feedback gespannt, wie ihr das seht. Ist das ein spannendes Produkt für euch oder ist es eher tatsächlich nur was für Videografen oder eher was für Fotografen? Ja, sagt mir das kurz in der Videobeschreibung. Ansonsten bleibt gesund, bleibt optimistisch. Bis zum nächsten Mal.